1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Im Vergleich aller Bundesländer hat Baden-Württemberg 2013 die meisten neuen Schulden aufgenommen. Das geht aus einer diese Woche veröffentlichten Auflistung des Bundesfinanzministeriums hervor. Der Streit darum, wer Schuld an der schlechten Finanzlage hat, ist jetzt im Landtag neu entbrannt. Die Opposition sieht sich in ihrer Kritik an der Haushaltspolitik der grün-roten Landesregierung bestätigt. Die wiederum versuchte, das heute richtigzustellen. 1,78 Milliarden Euro neue Schulden in Baden-Württemberg, trotz Rekordsteuereinnahmen. Doch wer ist schuld daran? Diese Frage führte heute im Landtag zu hitzigen Diskussionen. Das ist die Politik dieser grün-roten Landesregierung. Aber das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das ist Pumpkapitalismus. Nordrhein-Westfalen haben Sie schon kaputt gewirtschaftet. Rheinland-Pfalz haben Sie schon kaputt gewirtschaftet. Und jetzt sind Sie drauf und dran, auch Baden-Württemberg kaputt zu wirtschaften. Das wollte die Landesregierung so nicht stehen lassen. Klaus Schmiedl, der SPD-Fraktionsvorsitzende, nahm auf Max' Äußerungen direkt Bezug. 2001 bis 2010 13 Milliarden Neuverschuldung, schwarz-gelber Pumpkapitalismus, Herr Max. Dann blättern wir auf 2011 bis 2020. Halbiert. Die Schulden halbiert. Ja, wir haben einen verbindlichen Finanzplan, Herr Kollege. Weil Schulden auf Dauer keine Lösung sind, so lautete das Thema der heutigen Debatte, beantragt von den Grünen. Der Erfolg des Konsolidierungskurses zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir wieder ein AAA-Rating haben, was unter der CDU-geführten Landesregierung verloren gegangen war. Finanzminister Nils Schmid weist darauf hin, dass er bei seinem Amtsantritt ein strukturelles Defizit von 2,5 Milliarden Euro vorgefunden habe. Zudem hätte das Land 2,4 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich einzahlen müssen. Für FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Röhlke sind die Zahlen allerdings nur Augenwischerei. Ihre Statistiken, die weisen eine ähnliche Kreativität auf wie das, was der ADAC vorliegt, Herr Nils Schmid. Sie sind der gelbe Engel der Haushaltspolitik. Es wird getäuscht, getrickst, getarnt. Die Realitäten werden so hingebogen, dass es Ihnen zu nützen scheint. Aber wenn man dann mal genau hinguckt, dann stellt man fest, es ist alles unseriös, es ist alles auf Kante genäht, es entspricht alles nicht den Realitäten. Das konnte der stellvertretende Ministerpräsident so nicht auf sich sitzen lassen. Die veröffentlichten Zahlen des Bundesfinanzministeriums bewertet er wie folgt. Diese Statistik des Bundesfinanzministeriums ist wirklich nur eine Momentaufnahme und taugt nicht zur Einschätzung der wirklichen Haushaltsentwicklung. Insofern à la poubelle, nichts wert. Und deshalb sind wir nach meiner Kenntnis das einzige Bundesland, was den tatsächlichen Bedarf, die endgültige Nettokreditaufnahme meldet, kalendermäßig. Im Unterschied zu den anderen Bundesländern, die eben noch im Jahr 2011 Kreditaufnahmen tätigen und sie im Jahr 2014 Kreditaufnahmen tätigen und sie auf das Jahr 2013 zurückbuchen. Und auch für den FDP-Fraktionschef Röhlke hatte Nils Schmid noch ein paar warme Worte parat. Es ist völlig unklar, außer überbordender Polemik und missglückten Wortbildern, was die FDP-Haushaltspolitik in Baden-Württemberg ist, Herr Röhlke. Das ist Ihr Problem. Und zu den verunglückten Wortbildern noch ein Wort zum Schluss. Die gelben Engel helfen bei Pannen. Und ich glaube, die FDP braucht gelbe Engel für die Panne in ihrer Haushaltspolitik. Trotzdem hat Baden-Württemberg zurzeit noch mehr als 43 Milliarden Euro Schulden. Von 2020 an darf das Land aber keine neuen Schulden mehr machen. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse verbietet das. Der Stuttgarter Landtag soll ein Bürger- und Medienzentrum bekommen. Laut Medienberichten soll sich das Landtagspräsidium gestern Abend mit großer Mehrheit dazu entschlossen haben. Das neue Bürger- und Medienzentrum soll unterirdisch zwischen dem Haus des Landtags und der Konrad-Adenauer-Straße errichtet werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung sollen aus Kostengründen allerdings ein paar Abstriche, beispielsweise bei der Größe des Foyers und des Innenhofes, gemacht werden. Damit liegen die Gesamtkosten jetzt bei rund 17,5 Millionen Euro. Umweltminister Franz Untersteller gab jetzt bekannt, er mache sich angesichts aktueller Berichte über Korrosionsschäden im AKW Fessenheim Sorgen. Um Genaueres über den Zwischenfall zu erfahren, habe er jetzt seinen französischen Kollegen um nähere Informationen gebeten.
Französische Medien hatten berichtet, dass in Fessenheim und an 24 anderen der insgesamt 58 Kernreaktoren in Frankreich Schäden an den Hüllrohren der Brennelemente festgestellt worden seien. Medieninformationen zufolge soll der 6. Strafsenat des Stuttgarter Oberlandesgerichts die restliche Freiheitsstrafe der früheren RAF-Terroristin Verena Becker zur Bewährung ausgesetzt haben. Damit kann Becker die restlichen 14 Monate ihrer Freiheitsstrafe außerhalb der Gefängnismauern verbringen. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Sonnenschein bei einigen Wölkchen, so zeigt sich morgen der Himmel über weiten Teilen des Landes. Auch die Temperaturen dazu sind freundlich und mild. Im Norden bei Mannheim und Karlsruhe zeigt das Thermometer bis zu 11 Grad, in Heilbronn sogar bis zu 12 Grad. Auch in der Landeshauptstadt lacht die Sonne vom Himmel bei bis zu 11 Grad. Mit eitel Sonnenschein ist es am Freitag allerdings schon wieder vorbei. Ob im Norden, Osten, Süden oder Westen, überall fallen Regentropfen vom Himmel. Etwas Sonne bekommt dabei der Westen und Nordwesten ab. Auch die Temperaturen sinken leicht ab. In Stuttgart zeigt das Thermometer 8 Grad. Die Handwerkszünfte stehen im Mittelpunkt des Handwerksmuseums Kehl-Kork. Vom Zimmermann bis zum Kürschner, vom Sattler bis zum Fischer sind alle vertreten. Es sind also nicht nur altbekannte Berufe vertreten, sondern auch längst vergessene und ausgestorbene Zweige dabei. Zu sehen ist die Ausstellung jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Dem Leben Kardinal Augustin Beas widmet sich das gleichnamige Museum in Blumberg. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er als Professor und schließlich als Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts. 1993 richtete die Stadt Blumberg in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Freiburg und der Kirchengemeinde Ried-Böhringen in seinem Geburtshaus ein Museum ein. Und das ist ganzjährig nach Vereinbarung zu sehen. Nichts ist älter als der menschliche Spieltrieb. Und um den zu befriedigen, haben auch unsere Vorfahren ihr eigenes Spielzeug gebaut. Unzählige Puppen und Spielsachen aus den vergangenen Jahrhunderten präsentiert das Puppen- und Spielzeugmuseum in Rottweil. Ein Ausflug in eine fast vergessene Kindheit ist immer mittwochs bis freitags von 10 bis 12:30 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr, samstags von 10 bis 12:30 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr möglich. Die Vielfalt der Natur können Besucher des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe kennenlernen. Dabei gibt es neben Präparaten, Fossilien und Modellen auch echte, lebendige Ausstellungsobjekte hinter Glas in diversen Aquarien und Terrarien. Eintauchen in die Welt der Dinosaurier, Insekten und anderer Tiere kann man zu den Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Als alleinstehendes Mädchen mit einer Behinderung war es schwer, auf dem Land zu überleben. Mit einem Mikrokredit von Brot für die Welt konnte ich einen kleinen Lebensmittelladen eröffnen. Ich freue mich, dass ich schon viele Kunden habe. Den Kredit habe ich bereits zurückgezahlt. Um auch anderen behinderten Frauen zu helfen, habe ich einen Verband gegründet. Ich danke allen für die Unterstützung. Fischen ist mein Leben. Damit verdiene ich den Lebensunterhalt für die Familie. Um genug Fische fangen zu können, brauchte ich ein gutes Netz. Mit einem Mikrokredit konnte ich mir ein neues kaufen. In einigen Monaten werde ich die letzte Rate zurückbezahlt haben. Jetzt kann einer meiner Söhne auf die höhere Schule gehen. Der andere will mein Nachfolger werden. Wir schauen optimistisch in die Zukunft und bedanken uns bei allen, deren Unterstützung dies ermöglicht hat. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.